Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Park Beyond. Ja, wir müssen nochmal eine Achterbahn bauen, weil ich musste eine impossifizieren. Hatte die schon impossifiziert, bevor diese Aufgabe kam, woraufhin er das nicht gezählt hat. Das ist also auch offenbar ein Bug. Also diese Herausforderungen, um die man sich kümmern muss, sind hochgradig verbuggt, muss ich sagen. Ich hatte einmal die, dass ich 7 verschiedene Attraktionen bauen muss. Ich hatte 7 verschiedene Attraktionen. Die ich zuletzt gebaut habe, hat er nicht gezählt. Erst nachdem ich das Spiel neu gestartet habe, war das dann erledigt. Hier die impossifizierten Achterbahnen. Ich hatte schon eine impossifizierte, als die Aufgabe kam. Hat er nicht registriert. Oder hat er dann gesagt, null verbleibend, aber hat die Aufgabe nicht als erledigt gezählt. Und dann habe ich die hier... daraufhin nochmal neu impossifiziert, was ihn auch nicht wirklich gejuckt hat. Hoppala. Und ja, das sind so Dinge, wo ich dann schon sagen muss, das darf nicht sein. Nicht in einem fertig releaseden Spiel solche Bugs. Also kann ich momentan definitiv keine Kaufempfehlung für aussprechen für das Spiel. Ist einfach so. So. Machen wir die jetzt dahin. Kettenlift. Oder... wir machen hier den Accelerator hin. Und lassen uns dann... hochschießen. So, ich muss jetzt sagen, ich werde jetzt nicht groß mit Kurvenfahrten und so gucken. Tatsächlich, Tunnelbau ist angestellt. Sollte er dann eigentlich auch machen, aber das ist auch verbuggt, soweit ich das gelesen habe. Nee, ich will da durch. Du sagst doch selber, ich soll da durch. Ja, wie soll man... da bitte... komme ich hier nicht mehr raus. Schwierig. Vor allen Dingen der Mauszeiger. Entschuldigung. Der Mauszeiger verschwindet immer aus dem Bild und macht totalen Unfug. Das ist grausig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch wieder. Ich bewege die Maus und die springt aus dem Bild raus. Das dürfte so eigentlich auch nicht sein. Also es sind so Punkte, wo ich echt sage, das Spiel macht nicht so wirklich... nicht so viel Spaß, wie es machen sollte. So, kommen wir durch.
Schade, es reicht nicht. Was ist, wenn ich in die andere Richtung gehe? Nee, vorwärts würde ich schon gerne. Ich würde gerne die Station verschieben. Kann ich aber, glaube ich, nicht, oder? Täuscht das? Ach, ich kann ja verschiedene Wagen auswählen. Verbindung. Kann ich die verschieben? Ich will die nicht, ich will die verschieben. Dann halt so, meine Herren. Okay, also nochmal neu. Ja, der Achterbahnbau ist... Also... Semi. So. Normales Gleis. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier hochkommen. Bevor wir hier jetzt groß weiterbauen. Oh ja, wir kommen. So, oh, da kann man, nee, da kann man nicht durch. So, machen wir das halt so. Okay, haben wir geschafft. Ja, wollen wir so bauen. Das Bargeld reicht nicht aus. Das ist es nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie hoch ist mein Bargeld? Ich sehe es nicht, ne? Finanzen. Bargeld am Monatsende. Ah, ich kann. Halleluja. Ich kann. Sehr gut. Einen Weg müssen wir noch bauen. Das reicht. Eingang.
Jetzt reicht's nicht mehr. Aber wir haben genug Plus, dass wir zumindest gleich wieder ein bisschen Geld haben sollten. 931 machen wir im Monat. Toiletten sind das Einzige, wo wir ein bisschen Minus machen, aber das geht klar. So, dann sollten wir eigentlich gleich wieder ordentlich Geld in der Kasse haben. Ja, muss mal gucken. Ich werde es mal hoffentlich die Kampagne jetzt irgendwann noch fertig kriegen und dann hoffen, dass wir in die nächste können. Das wäre schon schön. Ja, weil wie gesagt, das ist schwierig. Also wer Planet Coaster kennt, dem kann ich definitiv nicht empfehlen, Park Beyond zu spielen. Zumindest im aktuellen Zustand nicht. Das ist einfach... Es hat nichts wirklich damit zu tun. Also es... Und es ist einfach noch zu sehr verbuggt. Also ich... Wo ich die... die offene Beta gespielt habe, der Baumodus hat sich ja noch als sehr buggy gezeigt schon. Musste ich ganz klar sagen, hätte ich mir gewünscht, dass sie den Release verschieben, aber offenbar geht es denn nur darum, dass sie jetzt Geld kriegen in irgendeiner Form, habe ich den Eindruck. Vielleicht tue ich den Unrecht, ich weiß es nicht. Aber das ist so der Eindruck, der sich mir erweckt hat, weil die offene Beta hat sich nicht wirklich als gut erwiesen. Und die Anzahl an so, den haben wir. Komet machen wir. Dafür brauchen wir erst die Impossification. Achso. Okay, da können wir zumindest mal hin für Fahrgäste. Vielleicht finden sich ja Interessenten. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir sie auch bei Zeiten schon wieder zumachen. Aber zumindest haben wir jetzt eine, die wir impossifizieren können, sobald wir hier genug Begeisterung haben. Das heißt aber auch, dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen andere Fahrgeschäfte, ne? Ne, da haben wir das Geld gar nicht für. Schwierig. Shops. Kleiner Snackautomat. Wie rentabel sind die Automaten denn? $42. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Der hat sogar minus $16, also Gewinn, da machen wir keinen hin. Wie sieht es bei den Shops aus? Das ist nicht der Shop. Null Einnahmen. Warum? Weil hier keiner war und gekauft hat. Wie sieht es mit den anderen Eisshops aus? Du hast auch nur Ausgaben. Ach so, okay. Verlagern. Ne, verlagern will ich die nicht. Wie viel hattest du? Auch null. Null Besucher, das sind wenig. Warum? Warum kommen da keine Besucher hin? Ist das zu abgelegen? Hier gibt es nur Angestellte. Heißt, hier müssten wir noch irgendeinen Shop hinmachen.
Dann machen wir die Achterbahn gerade mal zu. Dass wir hier noch irgendwelche Attraktionen oder irgendwas hinmachen können, dass noch ein paar mehr Zuschauer hier hingelockt werden. Weil das hat natürlich jetzt keinen Wert. Die können wir mal verkaufen. Ach, den Mülleimer hätte ich auch woanders hinsetzen können einfach. Wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen, dass wir hier auch was haben, wenn denn mal da sich jemand hin verirren sollte, dass er auch einen Mülleimer hat. So. Das passt schon mal. Die ist ein bisschen tief, ne? Aber gut. Aber gut. Hauptsache, Job erfüllt. So, wir sind bei 2. Das ist schon mal gut. Aber wir brauchen 5 tatsächlich. 156 von 225. Ja, ich brauche erstmal Geld. Geld, dass ich noch ein Fahrgeschäft kaufen kann. Und Geld, dass wir... Achso, den Punkt müssten wir auch erledigt haben. Jawohl, haben wir. Auch wenn wir... Guckt euch das an. Das ist der Tunnel, den er gemacht hat. Das ist völlig buggy. Das ist echt schade. Ist ja einerseits... Vom Grunddings her ist das ein sehr interessantes Spiel, aber es ist leider wirklich zu noch total verbuggt, muss man schon sagen. Und ja, auch, dass ich hier jetzt die Achterbahn wieder bauen musste, weil ich hatte 2, die schon impossifiziert waren und er hat es halt einfach als -1 gezählt. Statt als erledigt. Wie man ja auch bei den Attraktionen das Problem hat. Ich hatte 6 von 7, ich habe die gebaut. Immer noch 6 von 7. Hat sich nichts dran geändert. Spiel neu gestartet, Aufgabe erledigt. Das sind so Dinge, die gehen gar nicht eigentlich. So, aber der Vorteil ist, wir haben jetzt hier ein bisschen... mehr Platz. Hier können wir jetzt einen Weg durchmachen, wenn wir wollen. Da könnten wir eine Attraktion noch draufsetzen. Wenn wir denn mal das nötige Kleingeld haben. Achterbahn. Okay, das muss jetzt erst noch wieder. Das dürfte aber bald vorbei sein. So, aber dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Achterbahn haben wir gebaut. Jetzt brauchen wir nur noch die nötigen Begeisterungspunkte, dass wir eine die Impossification machen können. Dann haben wir die Aufgaben auch erledigt, dann kriegen wir noch wieder 2000 Dollar und können hoffentlich die Sache dann erledigen. Was haben wir hier? Ach so, hat Verluste gemacht. Snapshot, okay. Events. Ich weiß, du definierst gerade die Bedeutung von Freizeitpark neu. Bla. Ja, ja. Jetzt komm gefälligst aus deinem Wolkenkuckucksheim herunter und wirf einen Blick auf die Konf. Ich bin doch dabei. So. Bin bei knapp bei Kasse, ja. Das ist auch die Melde, Meldungen die ganze Zeit wieder kommen von der Tante. Bei jedem Neustart kommen die wieder. Da kommen die Anleitungen wieder, wie ich Impossifications mache und das ganze Tralala. Das dürfte alles nicht sein. Also ich muss mal gucken, wie lange ich Park Beyond spiele. Ganz ehrlich. Also das ist... Vielleicht muss man da eine Weile warten, bis es ein bisschen Updates gekriegt hat. Bis es insgesamt runder zu spielen ist. Aber so schwierig.
Sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber dafür sage ich jetzt in diesem Moment vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, ich sage danke, lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüss, bis zum nächsten Mal.